Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Nähfrosch. Wir werden heute zusammen allerhand Buttons machen. Und zwar werden wir zuerst die Vorlagen quasi mit dem Plotter anfertigen und schneiden lassen. Und dann mit der Buttonmaschine werden wir einen Kühlschrankmagneten machen und einen Flaschenöffner und einen Spiegel. Und dann mache ich noch ein paar Experimente, und zwar mit Stoff kann man auch Buttons machen. Der hier ist mit einer Nadel hinten dran und der hier ist sogar ein Haarspange aus Jersey. Also Webware und Jersey werden wir mit dem Plotter verarbeiten und mit der Buttonmaschine. Und der Plotter schneidet das wie Butter, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und die Buttonmaschine tut auch, was sie soll. Es macht einen Heidenspaß und jetzt geht's los. Hier bin ich im Design Space und lege mir jetzt einen Button an. Dazu brauche ich einen Kreis. Da stelle ich mir jetzt hier die richtigen Maße ein und dann platziere ich mir den. Ich möchte ihn gerne füllen und suche mir dazu, ja, man kann entweder eine Farbe aussuchen oder auch ein Muster. Das findet man unter den erweiterten Einstellungen dann auch noch mehr Farben. Oder eben man wählt ein Muster aus und da kann man auch seine eigenen Muster dann reinladen. Das finde ich eigentlich ganz schick. Die Größe vom Muster kann man auch noch bearbeiten. Kann das Muster noch ein bisschen anders platzieren, sodass man seinen Button oder seine Form da genauso füllen kann, wie man es wirklich haben möchte. So, jetzt hole ich mir noch mein Motiv. Da suche ich mal direkt bei den Cricut-Motiven. Oh, das sieht doch eigentlich ganz witzig aus. Und mit dem A, die bekommt man alle, wenn man dieses Abo hat. Und dann kann man sich das einfach reinziehen. Hier kann ich mir auch die Farbe so ändern, wie ich sie gerne haben möchte. Ich stelle auch auf nicht schneiden, denn ich möchte es ja ausdrucken. Und ich gruppiere mir das Ganze und fülle es mit Schwarz, damit man es besser sieht vor dem schönen blauen Hintergrund. So, jetzt passe ich mir die Größe noch ein bisschen an, damit das Ganze dann auch auf den Button passt und nicht im Rand verschwindet, der ja ein bisschen rumgeschlagen wird. So, ich markiere beides, den Text und den Kreis, und zentriere mir das. Und wieder markiere ich beides. Und dann ganz wichtig, da unten draufklicken auf Verbinden und auf Ebenen. Denn dadurch habe ich es jetzt alles in einer Ebene. Alle Buttons sind jetzt jeweils eine Ebene, die ausgedruckt werden kann. Sonst würde der Plotter reinschneiden. So, jetzt stelle ich mein Projekt her. Der Rahmen wird angezeigt, weil ich ja erst drucken und dann schneiden möchte. Und ich kann auf Weitergehen, lege mein passendes Papier ein. In dem Fall habe ich ein mattes Fotopapier und kann es in meinem Drucker ausdrucken. Man kann den Systemdialog verwenden zum Drucken. Da muss man nur aufpassen, dass er nicht hinten dran sich im Fenster öffnet. So, gedruckt ist schon mal auf mattes Fotopapier. Das macht einen ganz gehörigen Unterschied, wie die Farben herauskommen und wie scharf das Ganze wird. Ja, und ich habe auch gleich noch ein Set gedruckt, diesmal noch ein paar andere Dateien. Die hier waren ja von Cricut Access, wo man Zugriff hat, wenn man dieses Abonnement abschließt, oder die man auch einzeln kaufen kann, wenn sie einem gefallen. Und die Dateien sind von Kleine Göre, die verlinke ich euch auch unten. Und jetzt wollen wir mal schneiden. Welche wollen wir denn zuerst schneiden? Schneiden wir mal die hier zuerst. So. Ich nehme wieder meine hellblaue Matte und muss ganz gerade kleben. Die hellblaue Matte ist die leicht klebende Matte, die ist genau richtig für Papierarbeiten. So, jetzt ab in die Führungslinie damit. Ich muss noch einstellen, welches Material ich
gerne schneiden möchte. Das Fotopapier, die Einstellung möchte ich nicht nehmen, denn dann denkt der Cricut, es wäre richtig dickes Fotopapier, wie von den Fotos, die man so halt kennt, von früher, die ausbelichteten. Ich nehme Laser Copy Paper, Standarddruck, die normale Klinge ist drin und dann kann es direkt losgehen. So, der scannt jetzt als erstes die Markierungen und weil die Beleuchtung hier so unheimlich hell ist, muss ich das mit der Hand ein bisschen abdunkeln, denn direkt auf den Maker gerichtetes Licht irritiert den dabei, diese Linien jetzt zu suchen und dann wird nachher alles schief. So, jetzt hat er alles eingescannt, weiß, wo er sich befindet, in welcher Relation alles zueinander steht und jetzt geht's los mit dem Schneiden. Es geht auch ganz fix, sind ja nur ein paar Kreise. Und da war es schon. So, das geht ja schon ziemlich freiwillig alles ab. Für meine Stoffbuttons möchte ich jetzt noch Stoff schneiden. Dazu brauche ich die rosa Fabric Matte, also die Stoffschneidematte. Und ich habe hier ein Stück Webware. Die klebe ich mal hier auf. Und dann habe ich ein Stück Jersey. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Das werde ich mal hier unten aufkleben. So, jetzt gehe ich mal hier auf Herstellen. Und dann muss ich mir meine Kreise noch ein Stück verschieben. Einen schiebe ich unten auf die Ecke und den anderen lasse ich oben. Das sollte so hinkommen. Noch auf Weiterklicken. Und das Material noch einstellen. Ach, wir nehmen jetzt einfach Jersey. Damit ich Stoff schneiden kann, muss ich jetzt auch die Klinge wechseln. So, das ist nämlich die mit dem kleinen Rollschneider. Und dann kommt das hier rein. Bin ich echt mal gespannt. Ich schneide. Matte auswerfen. Und seid ihr auch so gespannt wie ich? Hallo, das ist ja wohl ziemlich perfekt. Das ist ja der Knaller. Also die Baumwollwebware hat schon mal hervorragend funktioniert, obwohl wir frecherweise Jersey eingestellt haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Jersey auch so gut geschnitten wurde. Da kann man wohl nichts sagen, oder? Kracher. Alle Patchworker jubeln. Das ist ja echt cool. Jetzt muss ich das nur noch da runterkriegen. Ne? Super, klasse. Und jetzt lasst uns Buttons machen. So, das ist die Buttonmaschine, aber noch nicht ganz. Sie muss erst noch ein bisschen zusammengebaut werden. Und zwar werde ich jetzt den richtigen Stempelsatz einsetzen für die großen Buttons. Das ist hier einmal die Schale mit der Nummer 2. Die kommt natürlich dahin, wo Nummer 2 steht. Die Teile werden da einfach nur reingesetzt. Die Maschine ist ordentlich schwer. So, das ist das Teil mit der Nummer 1. Das kommt auf die andere Seite. So. Damit ist das schon mal fertig. Und jetzt fehlt noch das obere Teil. Damit ist die Buttonmaschine einsatzbereit. Ich möchte euch noch kurz zeigen, was man damit alles machen kann. Das ist
nämlich ganz schön viel. Es gibt einmal diese ganz normalen Rückseiten mit diesen Nadeln. Man kann eben Buttons damit machen. Man kann damit auch coole Magnete machen. Ist der hier irgendwo? Ja. Mit Magnetrückseite. So einen werden wir auch gleich machen, deswegen lege ich die mal hierher. Dann gibt es noch, das finde ich auch total cool, vorne quasi Button und hinten ein Spiegel. Dann gibt es hier noch so Schleifen, wobei man die, glaube ich, auch mit dem Plotter ganz gut machen kann. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Flaschenöffner. Das hier sind auch nochmal welche zum Anstecken mit so einer Nadel. Anstecker, Klemme. Das sind Magnete, die man an die Klamotten... Nee, warte, das muss außen und das muss innen. Und dann durchpiekst man sich nämlich nicht alle Klamotten. Und alles wird ohne Löcher zurückgelassen. Sehr coole Geschichte. Das, was ich euch gerade hier gezeigt habe, ist übrigens das Probierpaket quasi, das mit den großen Stempelsätzen kommt. Soll ich euch das andere auch noch zeigen? Okay. Wir haben ja den Stoff ausgeschnitten in klein und ich habe nämlich noch den anderen Stempelsatz, damit kann man so mini kleine Buttons machen. Das hier sind nämlich Ringe. Verstellbar. Sehr cool. Die mag ich auch total gerne. Da werde ich mir einen Haufen von produzieren. Die machen wir nachher auch zusammen. Das sind nämlich mit Magnet, mit Kleidungsmagnet. Also vorne Button und hinten kann man zusammen machen. Eben auch für Klamotten. Und die kann ich mir super gut an meiner Jeansjacke vorstellen. Dann kann man die immer neu dekorieren oder mal neu machen, mal abmachen, mal austauschen, mal ganz clean vielleicht wieder. Und hat eben keine Löcher in der Jacke. Man kann nämlich damit auch Haarspangen machen, so Haarnadeln quasi. Schlüsselanhänger, da gibt es zwei verschiedene Varianten. Das hier ist mit so einem Plastiknupsi, mit so einem Schlüsselring. Passend zum Ring kann man sich natürlich auch Ohrringe machen. Es gibt Ohrring-Hinterteile. Die Bastler wird besonders dieses hier interessieren, nämlich man kann auch ganz glatte Rückseiten dafür bekommen für die Buttons. Und die kann man dann toll auf gebastelte Karten aufkleben oder zum Scrapbooken verwenden oder irgendwas zu verzieren. Voll gut. Werden demnächst ja auch noch zum Einsatz kommen. Und witzig, vor allem mit Kindern oder auf dem Kindergeburtstag, finde ich diese Teile. Die haben nämlich Saugnäpfe dran. Die kann man zum Beispiel auf den Tisch machen. Aha. Die kann man an Gläser ranmachen, damit man die eben nicht verwechselt. Die bleiben dann da überall kleben. Die sind voll goldig. Wir fangen mit den großen an und werden einen Magnet herstellen mit so einer Rückseite. Dazu braucht man ein Oberteil. Dann braucht man natürlich die Magnetrückseite. Diese hier. Dann braucht man noch eine Folie für obendrauf. Folie. Und dann braucht man noch Papier. Welchen wollen wir jetzt machen? Oder machen wir doch den grünen hier. In Zero Waste Hero. Das heißt, die Nummer 1 ist vorne. Kann man hier drehen. So. Jetzt kommt das Oberteil rein. Dann kommt das Papier rein. Zufälligerweise genau passt. Ich verlinke euch die Maße unten. So, und das muss genau so ausgerichtet sein. Ne, muss es nicht sein, Magnet, den kann man egal wie rum machen. Aber bei den Ansteckern ist es eben wichtig, sonst hat man den Schepp. So, die Folie oben drauf. Damit ist der Waggon Nummer 1 beladen. Und jetzt kommt dieses Rückteil. Es kommt mit der Seite nach oben da rein. Und dann kann es losgehen. Und es geht ganz einfach. Nämlich so. Jetzt ist der Waggon hier leer. Das klemmt jetzt quasi da unten dran. Ich drehe weiter auf Nummer 2. Und fertig. Toll, oder? Ich
Ich finde den mega. Das ist so einfach und es macht so viel Spaß. Wir machen jetzt noch was und zwar möchte ich gerne den Spiegel mal ausprobieren. Dazu braucht man auch, wo sind wir, Nummer 1, mal das Oberteil und da habe ich mir das hier rausgepickt, die Selfie Queen. So, und da kommt auch eine Folie drauf. Genau, und der Spiegel wird jetzt da irgendwie so reingeklemmt, also muss es so rum da rein. Es kann losgehen. Wünscht mir Glück. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Okay, einmal das Oberteil. Das sollte jetzt weg sein, genau, es ist weg. Und jetzt der Spiegel. Oh Gott, hoffentlich geht er nicht kaputt oder so. Hat es geklappt? Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ja, es hat geklappt und es ist ein Spiegel drin. Jetzt werde ich die Selfie Queen. Jetzt machen wir noch einen, wenn ich schon gerade hier dabei bin. Wir machen jetzt noch so einen Flaschenöffner. Diesen. Legen wir hier oben drauf. Da brauche ich auch noch eine Folie oben drauf. Achso, jetzt muss ich ja wieder auf die Richtung achten. Ne? Das ist das Unterteil, damit das Ganze dann auch gerade ist. Oder halt eben schief. Ist ja nicht kerzengerade. Sollte ja so schräg laufen. Okay. Genug gebabbelt. Also das muss jetzt auch noch da rein. So. Aha! Funktioniert! Ach, wie toll! Das macht echt wahnsinnig viel Spaß, so eine Buttonmaschine, besonders eben in Verbindung mit einem Plotter, wenn man das nicht selber noch irgendwie ausschneiden muss oder so ein Kram. Und wir machen jetzt fröhlich weiter. Ich habe ja noch diese ausgeschnittenen Stoffstücke für die kleinen Buttons und da werde ich das Teil hier mal ganz kurz umbauen. Jetzt machen wir noch mit diesen kleinen Stoffstücken, versuchen wir mal einen Button zu machen. Also ich denke, mit der Baumwollwebware sollte das gehen. Mit dem Jersey weiß ich nicht, das ist Interlock, der ist ein bisschen dicker. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal so ein Oberteil da rein. Der Stoff oben drauf. Und ich mache jetzt da keine Folie drauf, weil ich möchte ja den Stoff fühlen. Und als Hinterteil, was nehmen wir als Hinterteil? Einen ganz normalen Button. So, der kommt jetzt so da rein. Oder man schmeißt ihn erstmal runter und sortiert sich dann nochmal neu. So. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt klebt er da oben dran. Umdrehen und Stunde der Wahrheit. Na? Da unten ist ein bisschen was wieder rausgeschlagen, aber das kann man mit der Nagelschere abschneiden. Das ist komplett reingedrückt. Sieht gut aus, würde ich sagen. Gefällt mir, ist süß. Echt süß. Man kann damit quasi also auf Knöpfe mit Stoff beziehen. Buttons halt. Jetzt versuchen wir das mal noch mit diesem hier. So, hinten dran habe ich mir überlegt, die glatte Rückseite, die man dann auf so eine Haarnadel kleben kann. Sowas. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Also, glatte Rückseite. Rein da. Und jetzt wählt er sich. Ja, der wählt sich immer noch. Wir werden sehen. Mal ordentlich drücken. Er ist zumindest schon mal verschwunden. So, und jetzt die Rückseite drin. Der gefällt mir noch besser als der aus Webware. Der ist ja der Knaller. Das ist ja der Oberknaller. Voll super. Da klebe ich mir jetzt noch diesen Klebepunkt drauf, der da dabei war. Möglichst mittig. So.
Rücken und ich habe eine Haarnarbe. Wie süß! Das ist voll süß. Total putzig. Ich glaube, also wir müssen jetzt hier an dieser Stelle aufhören. Ich muss da noch ein paar Buttons machen und Magnete und Spiegel. Wie sieht das aus? Das sieht voll hübsch aus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mal ein bisschen eine Mischung aus Plotten und Buttons machen. Das macht einen Heidenspaß. Also das Gerät wird hier gut gebraucht, würde ich sagen. Wir werden uns stark darin austoben. Die Kinder haben auch einen Heidenspaß dran. Ich muss immer alles wegräumen, sonst würden die alle Rohlinge, die ich hier habe, in einer Tour durchtackern. Einfach nur, weil es so einen Spaß macht. Ich würde sagen, ihr abonniert jetzt mal fleißig alle meinen Kanal. Lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen netten Kommentar und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich muss jetzt hier weitermachen, ich habe ja noch ein paar. Wir sehen uns, bis dann.